ist ein Faschist. Und ist es nicht die verbindende Übereinkunft der Antifaschisten und Antifaschistinnen, dem Faschismus auch mit Waffengewalt entgegenzutreten? Es ist ein Privileg, meinem pazifistischen Idealismus weiter zu frönen und nicht vor der Notwendigkeit zu stehen, mein Zuhause und meine Familie verteidigen zu müssen. Und es ist eine Zumutung für grüne Spitzenpolitiker, diese Realitäten und Abhängigkeiten, die sie nicht verschuldet haben, aushalten zu müssen und letztendlich Entscheidungen zu treffen, die ihnen auch innerhalb der Partei heftigen Gegenwind bescheren.